Ihr habt Interesse an diesem oder an anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei Gamesplanet vorbei. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Oh, wow. Ich hoffe jetzt mal, dass OBS trotzdem richtig aufgenommen hat. Das war nämlich irgendwie komplett verzerrt. Naja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, jetzt wird wieder in das Lenkrad gespuckt. Oh Mann, ich hoffe, dass OBS jetzt keine Scheiße gebaut hat. Ich guck's mal gerade nach. Oh, meine OS-Platte ist voll scheiße. Mein Rechner leidet. Wo ist das Video? Da ist das Video. Mal gucken, wie er zum Ende aufgezeichnet hat. Hups, jetzt verschliert für euch alles. Ne, er hat ganz normal aufgenommen. Auch in den letzten Sekunden. Oh yeah, er hat trotzdem richtig aufgenommen. Wo sind wir? Hier will ich gar nicht sein. So. Oh, der Taxischwarm hört endlich auf. Alter Falter. Ja. Sollen wir mal zählen, wie viele es sind? Es waren... viele. So, das heißt jetzt überall werden hier Leute abgeholt, Alter. Sind denn alle im Einsatz? Ja. Okay, das heißt, wir können das Budget ja theoretisch mal hochballern. Dadurch entstehen noch mehr Fahrzeuge. 32 sind es jetzt und die fahren jetzt auch alle los. Kann es sein, dass die Taxis sehr beliebt sind? Achso, ich habe auch noch Dynamic Resolution offen. Taxifahrzeuge. Taxis. Geschwindigkeit. 150. 200. Preis pro Kilometer. Für mich oder für die Leute? Reisekapazität 10. Budgetkontrolle, Tatsache. Kompatibilitätsmodus. Aktiviere diese Einstellung, wenn du Probleme mit der Budgetkontrolle hast. Fahrzeugintervall brauchen wir nicht. Gut. Perfekt. Ist das schon eins, das zurückkommt? Ah, Besitzer. Ah ne, das ist kein Taxi. Ups. Wie kann ich es nur wagen? Mal gucken, wie viele Taxistände wir hier noch hinbauen müssen, bis, ja. Wie die da alle rausfluten. Okay. Die Taxistände. Alter, warum verrecken denn hier so viele? Was ist denn hier passiert? Kommt das Krematorium nicht hinterher? Fällt doch gerade auf, dass das Budget für Müll relativ weit unten ist. Das Budget kann ich mal deutlich runterfahren. Die Parks können mal ein bisschen was mehr bekommen. Wir verteilen das Geld mal ein bisschen was neu. Wasserstrom braucht alles nichts. Müll, ja, kann erstmal auf da bleiben. Schiffe braucht man nicht so viel. Flugzeuge machen wir mal ein paar mehr. Weil wir haben ja einen fucking Großflughafen. Wie läuft der eigentlich? 92. Hm, schade. Könnte ein bisschen mehr sein. Okay, die Taxistände. Hier ist einer. Taxis in Warteschlange 0. Sehr gut. Warum verrecken die denn hier alle, Alter? Und nicht genug Kunden. Alles hier in diesem Bereich. Komisch, oder? Obwohl der frei befahrbar ist, wie man hier sieht. Naja. Okay, wie hat sich das denn hier entwickelt? Ah ja, sporadisch. Ich glaube, die Nachfrage ist ein wenig was gesunken. Haben wir direkt wieder ausgelastet auf 100%. Und das ist jetzt hier das Problem. Aber was juckt ihn da so? Auf zu jucken, du Sau. Au. So. Oh, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und das heißt Stau. So. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Vierspurig, dreispurig. Dreispurig. One way. Wir brauchen hier aber zweispurig.
Zweispurig One-Way. Zweispurig One-Way. Und das bitte mit 150.000 Kilometern die Stunde. Und die Fahrbahn hier müsste eigentlich mal voll breit werden. Kurzzeitig. Jetzt ist natürlich das Windrad wieder im Weg. Scheiß Windrad! So. So. Viel Spaß. Ach du Scheiße. Ich glaube, die wissen nicht mehr so ganz, wo sie hin sollen. Ich glaube, das macht es nicht besser momentan. Okay, das ist, glaube ich, ein paar Spuren zu viel. Ah ja. Jetzt kann ich es nicht mehr zurückbauen. Entfernung zu gering. Ist klar. Geht doch. So. So, Leute, nach da fahren gibt es aber immer noch nicht. Das Ganze muss mal folgendermaßen aussehen. Ihr alle nach da. Ihr dürft nach da weiterfahren oder nach da. Ganz einfach. Und ihr habt nicht links abzubiegen. Es ist einfach so. Habe ich denen jetzt gesagt, wo sie hin dürfen? Achso, Geschwindigkeitsbeschränkung. Unbegrenzt. Vollkette. Moment. Die nach da, die nach da, die nach da. Okay. Weißt du, was das hier werden kann? Vierspurig. Unbegrenzt. Achso, und das hier wird jetzt einfach mal zu dem hier. Ja, das sieht gut aus. Das sieht echt cool aus. Ah, das ist halt so eine ganz kleine Straße. Ah, ne, das gefällt mir sogar noch besser. Eine ganz kleine Piss-Pinkel-Straße. Sehr schön. Hat sich hier jetzt alles wieder gelöscht, oder... Nö. Und hier gilt halt eben ihr nach da, ihr nach da, ihr nach hier und nach hier und nach da. Und hier rein links Abbiegerspur. Yes, so muss das laufen. So muss das laufen. Welch mit Geschwindigkeit. Versuch's mal mit Geschwindigkeit, ein klein bisschen Geschwindigkeit. Ich mache es neu, ja, ihr habt das gerade richtig gesehen. Nein, warum machst du das alles weg, du Idiot? Deswegen. Weil es dann hier besser läuft, hoffentlich. Es könnte sein, dass ich gerade einen großen Fehler begehe. Wir gucken mal. Fahrspurverbinder, den müssen wir jetzt natürlich neu machen. Du. Nach da. Du. Nach da. Du. Nach da. Und jetzt können die nämlich hier einfach... können die hier einfach mit voll Karacho durchfahren. Und jetzt staut es sich hier. Toll. Warum das denn? Warum? Achso. Die fährt hier zweispurig auf, ne? Jetzt geht hier nichts mehr. Alter, warum seid ihr so dämlich? Warum seid ihr bitte so dämlich? Du einfach nur nach da. Und ihr... Ah, das ist mehrspurig. Ah, ist egal. Ihr nach da und nach da. Nicht so schwer sein. Ah, jetzt läuft es wieder. Guck dir das mal an. Hier kracht alles drauf. Alle, die übrigens hier wieder zurück wollen, die müssen einfach nur hier wenden.
Das heißt, die müssen hier nicht rüberziehen, weil das einfach viel zu aufwendig wäre. Sondern die können einfach hier drauf, rum und wieder hinten rein. Ganz einfach. Ganz einfach die Kiste. Wenn hier eh nur einspurig abgefahren wird. So. Ist der Hüfte, der Bäufte, der Bäufskin. So. Wenn eh nur einspurig abgefahren wird. Was hat jetzt vibriert? Ah. So, meine Mutter natürlich. Die jetzt wahrscheinlich irgendwas von mir will. So. Gut. Sehr witzig. Oh Gott, wie war's? Ja. Wie war's wohl? Immer gut. So. Staut sich das immer noch. Hier könnten wir auch dreispurig gebrauchen. Bams. Dreispurig One-Way natürlich. Oh, hat sich jetzt ernsthaft wieder eine Ampel hier reingesetzt. Okay. Da läuft's doch wieder. Achso, warte. Geschwindigkeitsbegrenzung, die setzt sich ja immer wieder neu. Hier gilt erstmal fahren. So schnell wie geht. Einfach nur aus den, um aus den Kreuzungsbereichen rauszukommen. Boah, das gefällt mir. Es staut sich nicht. So. Oh, ups. Verlassen. Warenmangel. Sehr gut. Wie sieht das mit dem verstorbenen Viertel hier oben auf? Das ist komplett ausgeräumt. Oh. Ups. Das Wasser von Winter City ist gut. Gut. Ist nicht so gut. Okay. Sehr schön. Ah, die Musik. Die Musik. Musik, Musik. Ja, so. Okay. Überlege gerade, wie wir hier... Ich weiß nicht, ob ich eine Straßenbahn reinbauen soll oder was auch immer. Auf jeden Fall muss das irgendwann noch eine Anbindung bekommen. U-Bahn bauen ist immer so langweilig. Das hier läuft aber sogar. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dies gefällt mir sehr, 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 sehr gut. So. Ah, wir nehmen auch wieder mit 60 Bildern die Sekunde auf. Sehr schön. Diese Technologie. So. Ah, vielleicht kann man das irgendwann mal kompakter bauen. Keine Ahnung. Aber wie das hier läuft, das ist ja wunderschön. Schön, wie die hier draufziehen und dann direkt wieder abfahren, die meisten. Das ist aber einfacher, als wenn ich hier drei Abzweigungen bauen muss. Und einfacher, als wenn die... Ups. Als wenn die hier einfach einmal rüber sind. Dann können sie halt einmal schnell rumfahren und gut ist. Und das dreht sich mit dem Wind. Ich mag das. So. Da ist noch eins. Sehr schön. Warum sterben hier so viele? Verstehe ich nicht. Ja, ist aber alles abgedeckt mit Krankenhäusern. Vielleicht braucht man noch ein kleines lokales Krematorium. Das super Krematorium. Pass auf, wir machen das jetzt ganz einfach. Bams. Das ist das Krematorium. Und das zieht sich nämlich jetzt hier einmal über die gesamte Stadt. Das ist so ein kleiner Cheat, weil das mit den Toten immer derart nervt. Und das Krematorium ist halt einfach ein übertriebenes. Das putzt jetzt einmal hier die gesamte Region weg. Wie sieht das denn hier aus? Was mit dem denn? 59 Aufbewahrte. Ups, die werden da temporär vergraben. Was sind die Dinger? Produzieren auch noch Strom ohne Ende.